Psycho Horror Show wird dir präsentiert von Illusion Films. Viel Spaß. Ja, im kleinen Horrorladen mit den neuesten Filmen. Sehr geehrte Zuschauer, Freitagabend wieder eine der unsäglich kläglichen Psycho-Horror-Shows. Ich habe die Fronten gewechselt. Ich bin jetzt im Finanzsektor tätig. Der Herr Kusti und so und ich hatten jetzt auch eine Gehirnwäsche für dieses Unterfangen, um die bösen Sachen aus unseren Köpfen zu verbannen. So, Moral, Sitte, Anstand, das ist das Erste, was man verlieren muss als Manager. Der Kusti, ich hole ihn mal schnell zu uns! Hallo! Hallo! Fühlt sich gut an, ne? Mit so viel Kohle? Ja, auf jeden Fall, ja. Ist nicht verkehrt. Ja, also, wir waren ja früher immer dagegen, aber eigentlich ist es ganz gut. Ja, der Finanzsektor ist schön, weil das Schöne ist, wenn man auch die Untergebenen so, wenn man die disst und drückt. Ja. Weil das in der Swissair, da, die hatten ja zu Weihnachten, übrigens auch gutes neues Jahr, also zu Weihnachten bekamen die Swissair-Mitarbeiter ein Holzbrettchen anstatt eine Weihnachtsgratifikation. Genau. Das war unsere Idee. Mhm. Was Swiss eingespart hat, haben wir jetzt dafür bekommen, um weitere solche schöne Sachen zu machen. Ne, was haben wir heute? Ein paar Horrorfilme von Illusion.at, alles Illusion-Artikel heute, weil das ist eine Firma, die haben auch sehr viel Geld und wir arbeiten nur noch mit Leuten zusammen, die Kohle haben. So. Ja, der erste Film wäre der Ten Deaf Man, sozusagen der Bundesrat. Da, Ten Deaf Man, wir haben schon gut gefunden. Also, ich habe nicht schlecht gefunden, musst du vorweg sagen, es ist ein B-Movie aus England. Ist so ein bisschen... B-Movie? Ja. Hallo, wir sind eine kapitalistische Sendung hier. Ja, aber was haben wir denn hier? B-Movies hier? Gute Frage. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Naja. Ja, nimm mal deine Pillen. Dann geht's hier gleich weiter. Wie gesagt, ist ein so ein bisschen Krimi, Action-Krimi, aber übelst brutal und blutig. Wie gesagt, die Optik ist... ganz klar B-Movie-lastig, also nicht so mein Fall, aber durchaus einer der besseren. Zur Story, es ist ein Typ, der seine Freundin wird umgebracht von einem Gangsterboss und... Der Gangsterboss? Der hat sicher Kohle, ja. Dann ist es okay. Weil der leistet sich hier übelst das Koks und die Nutten, wie man da hinten sieht, ne? Und auf jeden Fall, er rächt sich dann, banale Story, nichts Neues, aber... wie gesagt, äußerst gewalttätig und blutig und von dem her punktet er für alle Gorehounds. Sehr. Gewalttätig und blutig, ja, das ist ja unser neues Business dann, die Ölgesellschaft, wo wir auch noch einsteigen werden, also so muss es sein. Was haben wir denn? Das ist Illusion AT, ich zeige euch das mal, hier ist schön die Uncut-Version, limitiert. Bonus gibt es, glaube ich auch ein bisschen, so ein paar Trailer hat es drauf und weiß doch auch nicht, ne? Aber eben das Problem, es ist ein B-Movie, also man muss schon ein Faible für B-Movies haben, ne? Also ich verstehe das nicht, weil eure Armut kotzt mich an. Das muss man hier loswerden, jawohl. Das steht auch auf meinem Mercedes hinten drauf. So, wir gucken jetzt mal einen fetten Trailer von diesem Film. Mehr gibt es dazu nichts zu sagen, weil ein B-Movie kriegt nur einen Trailer. Hab Freude. Ten Dead Men. A man on the path of vengeance. Thank you.
10 Dead Men. Coming soon. So, das war doch ein wunderbarer Trailer von 10 Dead Men. Und wie gesagt, alle, die jetzt sagen, hui, den muss ich haben, den kann man hier bei uns im Winterthur im Psychostore kaufen. Aber nur noch mit Dresscode. Eh? Bei uns gibt es nichts mehr mit von wegen verrissene T-Shirts etc. Bei uns ist eine schöne Schale Pflicht. Ja, wie schon erwähnt, eure Armut kotzt mich an. Genau. Jetzt, ohne lange Umschweife, kommen wir zum zweiten Film. Und zwar ist das Halloween 2. Die Rückkehr des Michael Myers, und das ist jetzt nicht das Remake, das Rob Zombie gemacht hat, sondern das ist der original zweite Teil. Und auf dieser Box, die da von Illusion wieder rausgegeben wurde, hat es eine Dokumentation drauf, die geht rund 84 Minuten, also ist ihr Geld wert, und da werden alle einzelnen Filme der ganzen Halloween-Filmreihe vorgestellt. Ist sehr informativ, zumal man auch Sachen sieht, die man vorher noch nie gesehen hat. Und man hat da Interviews mit den verschiedensten Regisseuren, die haben ja bei jedem Teil gewechselt, und auch mit den Darstellern. Ja, das ist eine wunderschöne Ausgabe mit Büchlein mittendrin und so. Und Ja, das sind die Nebenerscheinungen, wenn man so Manager ist wie wir. Und koksen wir ja auch alle. Da dürft man, da lacht man ja nicht drüber, ne? Das Schöne ist auch, die kapitalistischen Leute kommen zu Wort in diesem Dokumentarfilm, wo das alles produziert haben. Ich finde das eine tolle Sache, gelungen und so. Man kann da was draus lernen, wie man es eben nicht macht mit der Vermarktung von Filmen. Was ich jetzt das sind 3 DVDs drin und es hat eine Kindersicherung. Also da kann man sich doch ein bisschen kriegen, bis man die DVDs hier draußen hat. Also macht, ist schon wahnsinnig. Ich will euch das mal zeigen, ich krieg das nicht raus. Illusion, eure Verpackung ist scheiße! Das geht ja gar nicht mehr! Aua! Nach altem Aberglauben kehren in der Nacht des 31. Oktober die Geister der Toten zurück und suchen die Lebenden heim. Eine Nacht des Unheils und der Hexerei. Mit nachlassendem Aberglauben trat immer mehr der nächtliche Spaß in den Vordergrund. Man verkleidete sich, schnappte nach Äpfeln oder klopfte an Türen für Süßigkeiten. Die unheimliche Seite geriet fast ganz in Vergessenheit, bis im Jahre 1978 dieser Junge die Bildfläche betrat. Er zog eine blutige Spur durch die Kinowelt und plötzlich wurde das Betteln nach Süßigkeiten wieder zur tödlichen Gefahr. Sein Name war Michael Myers und seine Nacht ist Halloween. In den späten 60er und frühen 70er Jahren verließ der amerikanische Low-Budget-Horrorfilm seine gruseligen Märchenwelten und öffnete sich der tatsächlichen Welt. Filme wie Night of the Living Dead, das Texas Chainsaw Massacre und The Last House on the Left waren wegweisend und trugen die Bedrohung in das Alltagsleben hinein. Und Black Christmas von 1974 war der erste Film, der einen Feiertag mit dem Horror in Verbindung brachte. Mit dem wachsenden Erfolg dieser Filme war das Kinopublikum Mitte der 70er Jahre bereit für mordlüsterne, psychotische Killer. Vor dieser Kulisse reifte die Idee für Halloween. So, ich habe mich jetzt wieder ein bisschen beruhigt, habe einen Kaffee getrunken. Jetzt zum Film Halloween 2. Regie hatte ein... Wer hat die Regie gemacht? Der Richard Donner oder so, irgendwie. Jedenfalls irgendjemand hat Regie gemacht und nicht der John Carpenter selber. Produziert wurde Halloween 2 aber von John Carpenters Frau. Debra Hill. Jawohl. Halloween 2 ist die direkte Fortsetzung zu Halloween 1. Das geht so schön rüber. Und das Ganze spielt hauptsächlich dann im Spital, wo die Jamie Lee Curtis da versorgt wird. Jawohl. Und der Michael Myers kommt da natürlich wieder zuvor und dann geht es im Spital rund. Und was sich jetzt grundsätzlich verändert hat im zweiten Teil, ist die Tatsache, dass der Michael Myers nicht mehr mit einem langen Fleischermesser rumkillt, sondern mit
mit einem Leuchtstab und mit einem Hammer und mit Spritzen. Ja, man könnte meinen, wenn man das Foto hier sieht, der Michael Myers rennt auch ab und zu in die Stadien und zündet Pyros. Jawohl, die Stadien, die kaufen wir auch alle noch auf. Und da wollen wir ja nur noch menschliche Fackelnrotter drin sehen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm, so mit der Pyro-Anzünderei, weil die Fanmeile, wo das hier anzündet, die fangen sich ja gegenseitig selber ab. Also ist das eigentlich scheißegal. Was regen wir uns darüber auf, ne? Genau, Hauptsache sie bezahlen Eintritt. Ja, was mich jetzt eher ein bisschen aufregt, ist, wenn online bestellt wird, bei uns so, dann kriegt jeder, der bestellt hat, sowas. So. Okay. Sehr geehrte Zuschauer, das ist ein Einzahlungsschein. Den könnt ihr nehmen und geht dann zur Post und bezahlt die Rechnungen, die offen sind bei mir. Aber, nee, na ganz klar macht ihr das nicht. Weil, wir brauchen die Kohle am dringendsten, weil wir haben erst 5 Millionen beiseite. Also bitte bezahlt eure Rechnungen bei mir aus, sonst bin ich gleich, kann ich ja unter der Brücke schlafen hier. So eine Scheiße, Einzahlungsschein, den brauche ich hier zum Einzahlen hier.